Hallo Leute, ich möchte heute mit euch ein Thema besprechen, was einigen von euch und vor allem mir sehr am Herzen liegt. Seitdem ich mit Rainbow damals auf Konsole angefangen habe, gab es kein Game, was ich mehr gesuchtet habe als Siege. Und auch heute noch spiele ich es noch aktiv auf dem PC, mit nur einem riesen Unterschied. Der Spaß am Spiel hat extrem nachgelassen. Der einzige Grund, warum ich es überhaupt noch spiele, sind ein, zwei Kollegen, die es immer noch gelegentlich mit mir spielen und weil ich keine richtige Alternative habe. Rainbow selbst macht seit einem nun schon zu langen Zeitraum einfach zu viele und zu gravierende Fehler, was das Spiel betrifft, auf welche ich heute einmal kurz mit euch eingehen will. Kommen wir nun zu den Punkten, über die ich heute mit euch reden will. Zum einen Phantom-Content, im Prinzip Content, der angekündigt und immer wieder verschoben wird. Dann natürlich, altbekannt natürlich auch die Cheater. Änderungen dauern viel zu lange, jetzt ganz egal ob Operator, Waffen, Bugfixes. Und am Ende werde ich auch nochmal kurz meine Meinung sagen, warum mir aktuell einfach der Spielspaß fehlt. Fangen wir doch mal an, was überhaupt Phantom-Content ist. Für mich ist Phantom-Content Content, der von Ubisoft an die Zuschauer bzw. Spieler gegeben wird oder veröffentlicht wird mit einem gewissen Datum und dieser dann immer wieder verschoben wird. Das heißt, die Spieler werden richtig heiß gemacht, darauf zu warten, bis die Funktion oder sonstiges rauskommt und werden dann immer wieder enttäuscht, dass es nicht eingehalten werden kann und wieder verschoben wird. Fangen wir mal damit an, dass Mitte 2021 Crossplay und Cross-Progression im Anfang 2022, also Anfang Year 7, angekündigt wurden. Alle waren ganz heiß darauf, Anfang Year 7, jawohl, man kann mit Kollegen spielen, man hat Items oder Tarnungen, die man auf Konsole hatte, nun auf beiden Plattformen. Alle waren gehypt. Und dann beim Year Reveal die große Überraschung: Es kommt nicht Anfang 2022, sondern Ende 2022. Zum Beispiel bei Operation Vector Glare sollte am 7. Juli released werden, jedoch wurde am 4. Juli die Season auf einmal auf unbekannte Zeit verschoben und am 10. Juli wurde sie dann auf den 14. Juli gesetzt, also knapp eine Woche später als der eigentliche Release. Und das auch nicht zum ersten Mal. Und nicht nur die Seasons, die verschoben wurden, haben ziemlich genervt. Zum Beispiel auch bei Emerald Plains wurde angekündigt zu Release Year 7 Season 1 und kam erst knapp 3 Wochen später zum Mid-Season-Patch raus. Und wie bei jeder neuen Map wird diese dann auch noch die ganze Zeit in Ranked gebannt, wozu man meistens nicht mal dazu kommt, diese zu spielen bzw. zu erlernen. Und obwohl es eine neue Map ist, gibt es zig verschiedene Spawn-Peaks. Kommen wir nun zum aktuell nervigsten und auch größten Problem von Rainbow, und zwar die Operator-Anpassung. Zu Year 6 Season 3 war die Pickrate von Finker bei knapp unter 20%. In der nächsten Season, Year 6 Season 4, war sie schon bei knapp über 30%. Und Anfang zur Year 7 ist diese Pickrate dann auf über 60% gestiegen. Und da das noch nicht genug war, dann zu Year 7 Season 2 ist sie auf knapp 80% angestiegen. Ich weiß nicht, warum Ubisoft den Anstieg nicht gesehen oder nicht wirklich wahrgenommen hat, aber es kann nicht sein, dass über so einen langen Zeitraum Operator, die viel zu stark sind und auch viel zu oft gespielt werden, nicht angepasst werden direkt oder aus dem Spiel temporär entfernt werden. In jedes Rank-Match, was man geht, hat man immer eine Finker. Und nicht mit der Spear, nein, mit dem LMG. Man kriegt hunderte von Schüsse vorher schon die Fresse geprefired. Da hat man einfach keinen Spaß. Man verliert die Gunfights einfach auch aufgrund dem Overheal und dem größeren Magazin. Das Einzige, was Ubisoft gemacht hat, ist, einen temporären Nerf auf die Testserver zu bringen, um zu schauen, wie man den Operator balancen kann, und mit der anschließenden Ankündigung, dass sie dies noch nicht machen können, weil sie nicht genug Daten haben. Dann nimmt den Operator einfach temporär raus. Es hat keinem geschadet, das habt ihr schon bei Montagne zum Beispiel gemacht oder bei Blitz, als wirklich aggressive Bugs in dem Spiel zu diesen Operatoren waren. Wisst ihr, manchmal verstehe ich Ubisoft nicht. Sie nehmen Smoke, die SMG weg und machen ihn anfällig auf sein eigenes Gas. Alle beschweren sich drüber und recht schnell sind die Sachen wieder im Game drinne. Komisch. Seit über mehreren Seasons haben wir nun das Problem mit Finker, dass sie viel zu stark und viel zu overpicked ist. Wie kann dieser Operator kein Balance bekommen? Ich verstehe es nicht. Als nächstes komme ich zu einem Punkt, der auch extrem nervt. Und zwar die dauernden Bugs in Rainbow Six Siege. Es ist klar, dass bei jeder Entwicklung Bugs auftreten, vor allem bei Updates, wenn man schon neue Sachen reinimplementiert und die dann irgendwie in einen Konflikt mit was anderem geraten. Jedoch kann es nicht sein, dass bei einem so großen Konzern so viele Bugs auftreten und die dann nicht rechtzeitig schnell behoben werden.
sei es jetzt Audio-Bugs, die wirklich jede Season dazukommen und erstmal wochenlang dauern, bis sie gefixt werden, oder auch Bugs, dass man einfach mal durch einen Mira-Window auf einmal anfangen kann zu zerfieren, was vorher nicht möglich war. Und kommen wir nun zu einer aktuellen Verschiebung, die uns auch wieder aktiv betrifft, und zwar die Verschiebung von Rank 2.0. Sie sagen selber, dass sie nicht mit dem aktuellen Rangsystem zufrieden sind, da Spieler eigentlich über die Zeit besser werden sollen, das aktuelle System aber versucht, so schnell wie möglich den Rang des Spielers herauszufinden. So for year 7, we are adding 3 main things. So first we will add a team deathmatch playlist to the offer. Then we will revamp the rank experience and also add the permanent arcade playlist. Today the team is not very happy about 2 things on rank. First, it's seen by the player on the progression system that you should progress in terms of ranks. But in fact, the system is trying to guess your rank as fast as possible and it's not at all a progression. We want to fix that. If I take the experience of an average bronze player, he will start after his placement matches, probably in silver or low silver, and then he will gradually go back to bronze and maybe low bronze, and it's not necessarily a very rewarding experience. With the new system, he will start in copper and will always go up until he reaches his bronze, and maybe, since he will play more, for the time being, he will get stronger and maybe reach silver or might reach gold. So we want everybody to be able to progress from the start to where they belong. Aktuell ist es circa so, dass ein Bronzespieler nach seinen I-Rank-Matches zum Beispiel in Low Silber ist und dann nach und nach zurück in Bronze fällt. Was nicht notwendig und auch nicht besonders viel Spaß macht. Mit dem neuen System startet jeder in Kupfer und man kann nur aufsteigen bis zu dem Punkt, wo man seinen Rang erreicht. Kann diesen aber auch nicht verlieren, sondern nur bis in den nächsthöheren aufsteigen, wenn man sich verbessert. Ebenso soll man für jeden Rang eine Belohnung erhalten. Alles prinzipiell Sachen, die sich gut anhören. Und worauf sich jeder auch gefreut hat jetzt in Year 7 Season 3. Was genau heißt das jetzt zumindest für Year 7 für uns? Also, wie gesagt, Rank 2.0 hat sich verschoben, eine weitere neue Map wurde verschoben, die eigentlich für Ranked jetzt in Season 3 kommen sollte, wird jetzt in Season 4 erst kommen. Als Ersatz dafür wird Ubisoft uns eine Competitive Map geben, die wir schon aus einem Event kennen. Da kommen eigentlich auch nur eine von den 3 Invitational Maps zufolge. Außerdem wird ein großer Bestandteil von Season 3 jetzt die umfassende Balancing-Änderung sein, zum anderen Waffen-Operator, und es sollen auch die neuen EMP-Devices kommen. Ebenso wurde die erste Voice-Chat-Sanktion aus dem Sanction-System auch in Season 4 verschoben, in die Phase 3. Das heißt eigentlich, dass Season 3 ziemlich mau ausfallen wird, jedoch man sich im späteren dafür nur umso besser auf Season 4 freuen darf. Eine neue Competitive Map wird kommen, Crossplay und Cross-Progression wird eingefügt, genauso wie Rank 2.0 und am Ende auch tatsächlich das Reputationssystem. Dennoch, auch wenn man sich dann wieder darauf freuen kann, ist es dann doch immer ziemlich nervig, wieder darauf warten zu müssen. Wir müssen jetzt weitere 4 Monate auf die wichtigsten Änderungen warten, auf die wir eigentlich jetzt schon gehofft haben. Kommen wir nun zu dem Thema Cheater in Rainbow Six Siege. Es ist leider ein viel zu großes Thema, als es eigentlich sein dürfte. Ihr seht zum Beispiel hier anhand der Grafik, dass in den letzten Monaten bzw. Jahre die Anzahl der Bans abgenommen haben. Ubisoft würde es begründen, dass sie einfach etwas gegen Cheater getan haben, zum Beispiel die Telefonnummer hinzufügen oder dass sie die Cheaterkennung einfach besser gemacht haben. Jedoch muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe zum Beispiel letztens ein Interview gesehen und auch einen Beitrag gesehen, wo ein Cheater ausgefragt wurde. Ich kann es leider euch nicht verlinken, weil ich es nicht mehr gefunden habe. Aber er wurde gefragt, wie lange es dauert, bis ein Cheat nach einem Update wieder ready ist. Und er hat halt gesagt, meistens geht es nicht mal 24 Stunden. Und wenn man das einfach hört, auch als Spieler, ist man extrem enttäuscht davon, dass es so einfach ist, in diesem Game zu cheaten. Und jetzt, seitdem der Streamer-Modus hinzugekommen ist, finde ich persönlich, ist es auch noch anstrengender geworden, Cheater zu reporten. Man kann zwar immer noch über die Ingame-Funktion im Spiel selber die Spieler melden, jedoch ist es für eine manuelle Meldung ziemlich nervig geworden, da man auch ohne Tracker keinerlei Einsicht auf den echten Namen des Spielers hat, es sei denn, man schickt ihm eine Freundschaftsanfrage, die er dann auch noch annimmt. Man kann den Spieler manuell nur reporten, indem man ins Match-Replay geht und dann auch noch einen Tracker installiert am PC, um den Namen auszulesen, da nicht mal im Match-Replay der originale Name angezeigt wird, was ich auch irgendwo nicht verstehen kann. Und um es nebenbei auch noch kurz abgehakt zu haben, es ist wirklich keine Verbesserung, dass man seine Telefonnummer zum Account hinzufügen muss. Cheater können sich einfach für 6 Cent eine virtuelle Telefonnummer kaufen und sich damit verifizieren. Alles in allem hat man als Spieler nicht wirklich das Gefühl, dass Ubisoft viel gegen Cheater macht. Man sieht zwar immer wieder die Bannwellen oben,
die aber recht gering ausfallen, wenn man mal auf Twitter oder Co. schaut, wie viele Meldungen überhaupt reingehen. Ich kann zum Beispiel aus Erfahrung sprechen, dass ich Spieler manuell sogar reportet habe im Support und auf Twitter mit offensichtlichen Cheats, Spinbots, Wallhacks und so weiter und die immer noch nicht gebannt sind und das ist teilweise schon über einem Jahr her. Kommen wir mal dazu, warum mir selber persönlich aktuell der Spielspaß einfach fehlt. Natürlich aufgrund der anderen genannten Dinge, die ich bisher im Video schon erwähnt habe. Aber auch andere Sachen sind definitiv mit am Start. Man hat seine Homies nicht mehr da. Früher hat man mit 5 Leuten immer in den Ranked reingegangen, hat immer Spaß gehabt, hat mal hier rumgetrollt, mal da rumgetrollt. Aber es macht einfach keinen Spaß. Viele sind schon gequittet. Ich selber bin eigentlich auch schon kurz davor, dieses Spiel zu quitten. Wenn ich nicht noch 1-2 Leute hätte, dann wäre ich auch weg. Ich würde den Battle Pass nicht mehr kaufen und das Spiel einfach wegwerfen. Mir selber fehlt aber persönlich einfach die Alternative zu Rainbow. Und dazu kommt dann auch noch, dass sich jedes Match gefühlt gleich anfühlt, aufgrund des Map-Bann-Systems. An sich ist es ja eine gute Idee, aber man spielt immer die gleichen Maps. Und es macht keinen Spaß mehr irgendwann, wenn man dann das 10. Mal hintereinander Oregon spielt, weil die anderen beiden Maps Theme Park und Kanal waren. Da hat man einfach keinen Bock mehr. Zur Verteidigung von Ubisoft muss man aber auch sagen, es gibt Leaks, die darauf hindeuten, dass man anstatt 3 Maps zur Auswahl, 5 Maps zur Auswahl bekommt und von den letzten beiden Maps, die dann übrig bleiben, davon dann eine random gepickt wird. Was zumindest eine Abschwächung des Problems ist. Jedoch verstehe ich nicht, warum Ubisoft es dann nicht kommuniziert und das erst geleakt werden muss und es dann noch nicht mal veröffentlicht wird. Es ist eine Funktion, die das Gameplay aktiv verbessern würde, aber warum bringt man es nicht raus? Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, die Funktion einzufügen. Und dann kriege ich so Sachen mit wie Bring Your Old Squad Back. Ich meine, Ubisoft, denkt ihr ernsthaft, ihr bekommt eure Spieler, die weggegangen sind, zurück, indem ihr ihnen verspricht, dass sie Alpha-Packs und Skins bekommen? Nein, im Gegenteil, ihr verärgert auch noch die Leute, die gerade aktuell spielen und jetzt schauen müssen, dass sie irgendwelche Leute ranbekommen, die lange nicht gespielt haben, nur um die Skins und Tarnung zu bekommen. Ich zum Beispiel habe die Möglichkeit nicht bekommen und ich werde die Skins wahrscheinlich verpassen. Regt mich als Spieler persönlich auf. Und ich finde, dass es auch nicht euer richtiger Ansatz ist, so eure Spielerzahlen wieder hochzubekommen, die so niedrig sind wie zuletzt Ende 2017, als das Spiel 2-3 Jahre alt war. Ganz im Gegenteil, die Punkte, die ich jetzt in dem gesamten Video genannt habe, sind das Problem. Also mein Fazit zu dem Ganzen nochmal, wenn Ubisoft nicht bald was ändert an ihrer generellen Politik und wie sie mit dem Spiel umgehen, werden sie noch weitere Spieler verlieren. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen. Die gesamten Punkte, die ich jetzt hier genannt habe, sind nicht zum ersten Mal aufgetreten und es wird auch nicht wirklich besser, habe ich das Gefühl, beziehungsweise wird es nicht transparent genug an die Community weitergegeben. Schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall dazu in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen denkt. Denkt ihr auch so oder seid ihr komplett zufrieden, wie Rainbow sich entwickelt? Ich freue mich auf jeden Fall, eure Kommentare durchzulesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.